Wir haben heute mit euch insgesamt drei verschiedene Challenges vor. Die erste Challenge, die wir jetzt gleich machen, ist der sogenannte Ringtausch. Sophie, wenn du den Ring in meiner Hand findest, darfst du dir aussuchen, ob du anfängst oder Kerstin. Da hat sie den Ring gefunden, tatsächlich. Aber jetzt muss ich es mir noch aussuchen, so viele Entscheidungen jetzt schon. Komm, dann fange ich an. Ich spüre da so, ich soll anfangen, ne? Ich mach das, ich bin mutig. Sehr gut. Ja, wir sind heute hier alle zusammengekommen, um gemeinsam die Hochzeit zwischen Pesto und Lorenzo zu feiern. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal Ihre Personalien feststellen. Also Ihr voller Name ist Lorenzo, ja? Genau. Okay. Jetzt ist die Braut noch gar nicht da. Die ist nur kurz gerettet im Moment. Okay. Sind Sie ein bisschen aufgeregt? Natürlich. Ja. Erste Hochzeit. Ja, kein Problem. Das kriegen wir hin, denke ich. Das Schwierigste war, dass alles so rasend schnell ging und quasi gecroppt war im Gegensatz zu dem normalen Ablauf. Standesamt kann auch knackig sein, aber das ist trotzdem eine Viertelstunde oder 20 Minuten so der Standard. Sie sind Pesto, nehme ich an, ja? Dass Sie beide jetzt nun hier sind und wir Ihre Identität eindeutig festgestellt haben. Herr Lorenzo, möchten Sie mit der hier anwesenden Verlobten Pesto die Ehe eingehen? Also ich bin halt natürlich so rangegangen wie sonst auch. Gibt es hier Details, die ich fotografieren muss? Wann kommt die Braut rein? Wann muss ich wo sein? Das hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich natürlich schon mehrere Hochzeiten fotografiert habe. Aber das war nochmal auf Speed 10.000. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Ich denke, Sie dürfen sich jetzt küssen. Das war einfach so. Okay. Schnell. Ganz herzlichen Glückwunsch und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Okay, wunderbar, sehr schön. Gut. Oh Gott, das war ging heftig. Mega schnell, ne? Das ging super schnell. Mega schnell. Ja, danke, so schnell habe ich das noch nie erlebt, deswegen ich war. So, ihr dürft jetzt nicht zu viel reden. Nein, sorry. Ja. Priming ist. Warte. Ja, warte, mach ich so. Nicht, dass wir die Schulter noch auskugeln. Ach, wie süß, guck mal. Nein, aber den hier. In dem Moment, wo du reinkommst, geht's sozusagen los. Ich komme rein, okay. Du kommst rein und okay. Dann gehst du. Du kannst selber draußen nochmal checken, nur mal kurz Kameras gucken. Ja, das mache ich gleich ganz kurz. Ich weiß ja hier gar nicht, wo vorne und hinten ist und wo man die Kupplung tritt. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um gemeinsam die Hochzeit zwischen Pesto und Lorenzo zu feiern. Und dazu müssen wir jetzt zunächst einmal Ihre Personalien feststellen. Lorenzo ist Ihr voller Name, ja? Genau. Okay. Dann drücke ich mal auf die Musik und die Musik läuft ab. Die erste Challenge war komplett Katastrophe. Ich war komplett überfordert mit der ganzen Situation. Und es ging viel zu schnell alles für mein Empfinden. Ich habe einfach gemerkt, ich habe auch nicht so richtig einen Plan gehabt, wie so eine Hochzeit eigentlich abläuft. Also ich musste mich immer in dem Moment der Situation anpassen. Ich konnte nie 5 Sekunden vorausschauen und mich schon mal irgendwie positionieren, weil ich keinen Plan von Hochzeiten habe. Als sie dann untergehakt rausgegangen sind, hat leider der Autofokus nicht so ganz mitgespielt. Super, vielen Dank. Dankeschön. Dann haben wir die erste Challenge schon geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal weiter zur Challenge Nummer 2. Man könnte jetzt sagen, das Wichtigste ist geschafft. Die beiden sind verheiratet.
Glückwunsch nochmal. Ja, Gratulation. Nach der Hochzeit eilt das Brautpaar nochmal frisch vermählt irgendwo anders hin, um nochmal Paarfotos zu machen. Dazu habt ihr jetzt gleich wieder nacheinander jeder einmal 15 Minuten Zeit. Ihr seid die Regisseure, ihr sagt dem Paar, was ihr gerne fotografieren wollt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also die eine Pose, die wir ganz am Anfang gemacht haben, fand ich ganz witzig, weil das den Größenunterschied der beiden auch noch mal so ein bisschen hervortut. Ist halt unkonventionell für ein Hochzeitspärchenfoto, aber ich glaube, das könnte ganz witzig sein. Ja. Licht an bekommen wir hier nicht, ne? Nee, Bad, Flur. Gut, wir probieren es einfach mal so. Oder einfach so silhouettenmäßig. Mögt ihr euch noch mal einen Kuss geben? Sehr schön. Du hast noch 10 Minuten. Ich habe noch 10 Minuten. Oh, ich bin eigentlich schon fertig. Wir gehen noch mal in die große Halle. Am Anfang dachte ich, dass die 15 Minuten viel zu viel Zeit sind. Und wusste auch nach dem zweiten Motiv gar nicht mehr so, ja, was machen wir denn jetzt noch? Ja, was sind denn so Hochzeitsposen? Überlegen. Auch da hat man einfach gemerkt, ohne Erfahrung, das Paar oder die Models in dem Fall anzuleiten, wenn man da keine Erfahrung hat, dann steht man da und denkt sich, oh, und nu, ja, macht mal irgendwie was Nettes. Ich bin mal gespannt, was wir am Ende da abgeben müssen. Ob das dann irgendwie die drei besten Fotos sind, dann fällt das vielleicht nicht so auf, dass ich nicht so viel verschiedenen Stuff gemacht habe, aber ansonsten wird's dünn. Ich gehe ganz nach hinten rein, dass man euch... Kerstin, du hast noch eine Minute. Noch eine Minute, okay, das machen wir jetzt auch ganz schnell. Ja, Hände nochmal aneinander. Was Neues lohnt sich nicht. Okay. Gut, sehr schön. Ah. Ich bin sehr gespannt, auch auf seine Sachen. Ich glaube, der macht das schon ganz gut. Aber ich mach's besser, das ist klar. Du bist auch soweit? Ich bin auch soweit. Ich bin soweit. Wir gehen auch direkt da in die Ecke. Ja, ich habe schon ein paar Sachen im Kopf. Ich will mich gar nicht so drauf versteifen. Ich glaube, man muss erst mal anfangen und dann merkt man, was funktioniert nicht oder wie ist der Vibe und wie kommt man rein. Ich habe schon sehr Bock, muss ich sagen. Aber ich hoffe, ich kriege es auch in der Zeit hin, so wie ich das mir jetzt so vorstelle. Hast du guckst noch da. Sieht schön aus, super. Nice. Brenzel, du kannst sogar ein bisschen so den machen. Ja, nice. Ein bisschen duschen. Ja, das sind natürlich so die klassischen Hochzeitspärchenposen, 100-mal gesehen. Ne? Das ist alles ja, 0815. Das ist gemein, das können wir nicht reinnehmen. Ich glaube, Sophie hat am Ende viel mehr Material, viel mehr Variety, weil man einfach merkt, sie hat da Erfahrung und hat so ihren Katalog an Posen und an Perspektiven, die sie echt einfach so durchballern kann. Da ist also einfach eine größere Auswahl. Aber kochen auch nur mit Wasser, ne? Hier, da. Oh, liebe ich. Jawohl, genau das wollen wir. Ihr geht zusammen wieder. Jawohl. Und go. Ja. Und dabei aus dem Fenster schauen. Ja. Also mega Spaß gemacht. Das war richtig cool. Aber es war auch das, die 15 Minuten sind auch an mir vorbeigerast gefühlt. Weil ich wollte einfach so viel machen. Aber manche Paare wollen ja auch gar nicht so ein intensives Paar-Shooting haben, weil die dann so lange von den Gästen weg sind. Deswegen ist das eigentlich immer eine gute Challenge, das schnell durchzuziehen. Manchmal gebe ich vielleicht komische Aufgaben. Ich habe ja auch zwischendurch gesagt, das fühlt sich komisch an. Also manche Sachen... Sag mal! Das ist doch, das gehört zu deiner Taktik, ne? Hallo! Arsch vor die Linse halten! Ich probiere das ja alles. Danke euch, voll gut gemacht. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Nein.
Also ich meine, es wäre jetzt auch ein bisschen hart, wenn ich nicht gewinne. Also dann weiß ich nicht, ob ich mir dann was anderes suchen sollte. Kerstin schneidet übrigens das Video, ne? Das ich kann weiß. Sein. Er hat Vorteile. Nein, ich habe Vertrauen. Also, ihr habt euch schon, finde ich, hervorragend geschlagen in den ersten beiden Challenges. Aber die Fotos müssen ja auch bearbeitet werden zum Schluss. Dazu bekommt ihr jetzt 30 Minuten Zeit. Wichtig ist, dass am Ende von euch 10 bis 20 Bilder ausgewählt worden sind. Okay, es gibt eine Range, okay. Scheiße, ich habe so auf 5 gehofft oder so. Was? Du, den ganzen Tag, ne? Also sowohl Hochzeit als ja, auch schon Fotos. Du, so viel hast, Tolles ist ja nicht dabei. Die hast du doch locker. Nehmt schon mal Platz. Das sind ja 3 Minuten pro Bild. Also. Jetzt mach das doch nicht maximal. So mathematisch. Scheiße, also. Oh, Leute. Ich hab den Kuss doch verpasst. Digi, ich auch. Mach dir keine Sorgen. War es schwer für dich, auf Fotos auszuwählen? Also hattest du zu wenig oder zu viele? Zu viele, fand ich. Also ich habe dich am ehesten immer rausgelöscht, weil ich dachte, gut, du bist, glaube ich, am unwichtigsten, wenn es jetzt um ein geiles Bild geht, sozusagen. Aber wenn es eigentlich um die ganze Story geht, dann gehört einfach so viel mehr dazu. Und da musste ich mich von lösen, also aus diesem klassischen, ich muss jetzt irgendwie alles aufgreifen und zeigen, sondern eher hin zu, okay, nur die Best Shots irgendwie. Das war viel mehr schwer, ja. Mhm. Und wie war es bei dir, Kerstin? Ja, ich habe nur Bilder von dir ausgewählt. Ich meine, ich bin jetzt auch ein Stück über die 10 gekommen, aber ich musste mich schon eher hinhangen und habe das Gefühl, ich habe eher ein paar Bilder mit reingenommen, wo ich sonst gesagt hätte, so. 3, 2, 1. 21 Bilder. Oh. Ja, disqualifiziert. Dankeschön, ich habe gewonnen. Für mich ist das okay. 21 Bilder ist doch im Rahmen. Wir werden die Bilder jetzt ausdrucken und dann geben wir die Jury in die Hand. Und die entscheidet dann, wer die 1000 Euro für seine Organisation gewinnen kann. Ich gehe fest von einem Sieg aus. Also je nachdem, wie heute was die Bewertungskriterien sind, wenn da mehrere Fotos ausgewählt werden, dann bin ich froh, wenn da vielleicht eins von meinen Bildern gewertschätzt wird. Ansonsten, also große Hoffnung mache ich mir da jetzt nicht. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Wäre ein bisschen fail, wenn ich verlieren würde, aber auch damit komme ich klar. Sollte das Unmögliche eintreten und ich das Ding hier heute gewinne, dann gehen die 1000 Euro an Friedensdorf International. Es ist ein Verein, der setzt sich ein für die medizinische Versorgung von Kindern in Kriegs- und Krisengebieten. Meine 1000 Euro würde ich spenden an einen Hamburger Verein, die heißen We Are und die machen antirassistische Education, also in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen und setzen sich da ganz stark für ein. Und die würde ich gerne supporten. Wir machen insgesamt 3 Runden, in denen ihr die Bilder bewerten sollt. In der ersten Runde geht es jetzt nur darum, dass jeder von euch sich ein Bild aussucht, was euch persönlich am besten gefällt. Also einfach quasi euer Lieblingsbild aus diesen Bildern. Ihr habt alle 3 ein Bild gefunden. Gut, dann Shirley, zeig mal nochmal, welches deins ist. Also ich habe das hier genommen. Das da, ja. Was ist deins, Darin? Mhm. Und Shafi? Okay. Wenn ich mich nicht täusche, sind das 2 Punkte für Kerstin und 1 Punkt für Sophie. Das heißt, die erste Runde geht an Kerstin. Kerstin liegt vorne. Das heißt, Kerstin hat schon mehr erreicht, als er eigentlich gehofft hat. Zweite Runde. Jetzt geht es ein bisschen darum, dass ihr euch auch zusammentut. Und zwar sollt ihr jetzt 5 Bilder finden, insgesamt aus diesem Ganzen, was ihr euch als Set zusammenstellt, wo ihr sagt,
Das ist eure Auswahl an Bildern, die den Tag gut zusammengefasst abbilden. Okay, dann müssen wir eins von denen ersetzen für ein Trauungsbild. Seid ihr zu einer Auswahl gekommen oder seid ihr noch am Überlegen? Was sagt ihr? Ja, ich bin zufrieden. Ja, ich bin auch happy. Das erzählt eine gute Story. Die zweite Runde hat gewonnen. Das weiß aber keiner. Die sind total nervös. Wir gehen jetzt mal in Runde 3. Dieselben Bilder, die sie hier hängen, aber diesmal aufgeteilt in die einzelnen Sets. Ihr wisst immer noch nicht, was zu wem gehört, aber ihr sollt euch die Sets jetzt einzeln anschauen und einfach danach bewerten, welches dieser beiden Sets hat diesen Tag besser eingefangen. Ihr dürft euch besprechen, aber ihr sollt am Ende jeder eine einzelne Entscheidung treffen. Warum tendierst du eher zum einen als zum anderen? Weil ich mehr Bewegung in den Bildern sehe. Nicht so was Statisches, Hingestelltes, sondern Erlebtes. Mhm. Was gibt bei dir den Ausschlag, Schaffi? Warum hast du dich für eins entschieden? Ich bin halt nicht so der Hochzeitsfotograf-Typ so. Und ich mag, auch wenn es natürlich Hochzeit ist, ein wenig das Kühle. Mhm. Charlie, genau, was bestimmt denn deine Entscheidung? Ich finde, dass das eine Set einen schönen Mix hat von so typischen Hochzeitsbildern und von so ein paar Bildern, die so ein bisschen unkonventionell sind, ein bisschen mehr Bewegung drin haben und so. Und das so ein bisschen das ist, was ich mir persönlich auch wünschen würde. Dann fange ich aber mit Shafi an. Welches Set ist deins? Das hier, ja? Daria? Das hier? Und Shirley? Das hier. Okay. Wir wissen ja schon, dass Kersten die erste Runde gewonnen hat. Vielleicht überraschend. Ich kann jetzt hier sagen, dass Sophie auf jeden Fall die dritte Runde gewonnen hat. Denn das Set hier auf der linken Seite ist das von Sophie. Das ist das von Kersten. Die zweite Runde gewonnen und das auch tatsächlich relativ eindeutig mit 4:1 Bildern hat tatsächlich auch Sophie. Ja. Das war jetzt knapp, Freunde. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch schön an dich. Bitte. Ihr habt beide echt super mitgemacht. Fand ich mega cool. Damit gehen aber jetzt auf jeden Fall 1000 Euro an. Oh ja, Antirassismus Education. Sehr schön. Und weil Kersten so, sich so erfolgreich geschlagen hat, voll. Können wir auch nochmal 500 Euro an an wen spenden? An das Friedensdorf. An das Friedensdorf spenden, genau. Mega. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich finde es mega spannend. Wir werden auf jeden Fall die Bilder auch nochmal alle auf unsere Webseite irgendwie stellen, dass man sich die auch nochmal in Ruhe angucken kann. Irgendwelche abschließenden Worte? Es war mega. Es war mega gut. Nächstes Mal gibt es Reformen. Nächste Saison greifen wir wieder an.